Hallo Leute, heute wollte ich euch zeigen, wie man dieses süße Schmuckkästchen selber basteln kann. Das sind jetzt alles Ohrstecker und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt jetzt dran. Was ihr braucht, ist ein ganz normaler Klebstoff und eine Schatulle von, die hier ist jetzt von Christ, aber irgendeine Schmuckschatulle, wo eben Schmuck drin war. So eine ganz normale viereckige. So, dann nehmen wir das auseinander und haben hier diese zwei Flächen. Die eine mit diesem weichen Schaumstoff drin. Das ist ganz wichtig, das brauchen wir später, damit wir die Ohrringe reinstecken können. Und hier habe ich das schon mal zurechtgeschnitten. Das war einfach eine ausgefüllte Fläche mit so einem dunkleren Stoff. Damit es ein bisschen schöner aussieht, habe ich das einfach so zurechtgeschnitten, dass es halt an jeder Seite gleich aussieht später, wenn wir es raufkleben. Ihr werdet noch sehen, wie ich das meine. Und zwar klebt ihr das dann einfach so hin oder ihr lasst es einfach auch nur ohne das. Dann ist nur das Rote zu sehen, wie ihr möchtet. Und diesen Schaumstoff, der ist ja eigentlich lose drin, den habe ich jetzt auch schon angeklebt unten, ein bisschen Kleber rauf und dann reingedrückt. Und dann nehmen wir den Klebstoff und machen den an einer beliebigen Seite, wie ihr es halt später haben wollt, machen wir ein bisschen Kleber rauf. Nicht so viel, ein bisschen reicht. Und dann nehmen wir das untere Teil und stecken das einfach hier rein. Drücken das ein bisschen fest, damit es dann auch klebt. Und dann haben wir schon mal unsere Halterung. So, jetzt ist das Ganze auch schon fertig, Leute. Jetzt könnt ihr hier unten eure Ohrstecker reinmachen, so habe ich es gemacht. Und hier oben könnt ihr ganz schön in den Schaumstoff alle eure Ohrringe einfach reinstecken. Sieht schön aus und ist praktisch. Ich mache das jetzt mal und dann können wir mal sehen, wie das hinterher aussieht. So, hier habe ich schon alle reingesteckt. Ich zeige euch noch einmal, wie das funktioniert. Einfach ein Ohrring nehmen und reinpieksen. Hat einen guten Halt. Und sieht schick aus. So, dann können wir jetzt noch unsere Ohrstecker nehmen. So, ich habe die jetzt mal alle hier reingelegt. Hier liegen jetzt meine Ohrstecker und hier stecken meine Ohrringe drin. Das könnt ihr dann auf den Schrank stellen oder wie auch immer ihr wollt. Oder auch verschenken, ist ja eine süße Geschenkidee, finde ich. So sieht das Ganze von hinten aus. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!